Ihr seht, es wird hervorragende Arbeit geleistet hier bei uns. Und ein Beispiel sehen wir ganz links, meine Damen und Herren, liebe Neckar-Fans. Tim Ganz erhält einen Profivertrag aus Junglöwe, wird ein Löwe. Glückwunsch, würde ich mal sagen, vorweg von uns allen, Tim. Ja, seit der Saison 2017. Seit der Saison 2017-18 bei den Junglöwen sein letzter Verein, die Rhein-Neckar-Bingen. Und erste Saison, wo er bei uns war, hat er gleich 157 Tore erzielt. Und unter anderem auch 4 Tore in der Champions League. Damals werden uns alle gegen Kilce bei einem 7-Meter-Wurf überlistete er Slavomir Smal mit einem Heber. Und ich würde sagen, das Tor war auch damals in dem Spiel das Tor des Spiels, Tim. Ja, wie hat dein Umfeld zu Hause reagiert, nachdem es geheißen hat, der Tim wird Profi? Ja, ich habe mitbekommen, die stehen alle Kopf. Ist es so? Ja, klar, auf jeden Fall. Es war jetzt ein spaßiges Frühjahr, auf jeden Fall. Und es war ja auch ein kleiner Schock fast schon. Aber freuen sich sehr alle, sind stolz. Und ja, ich freue mich natürlich auch auf das Jahr. Ja, und ich nehme an, dein Handy, da stand die letzten Tage nicht still. Liegt da richtig? Ja, auf jeden Fall. Das war sehr, sehr schön. Also mir hat so, ja, da mein alter Sportlehrer geschrieben, aus der 4. Klasse war es, glaube ich. Also es hat mich wirklich sehr gefreut und waren viele schöne Nachrichten von Freunden und so weiter dabei. Ja, du machst ein Studium. Wie schaut es da aus? Natürlich, jetzt hat einen Vertrag bei den Löwen. Ich nehme an, der ist noch nicht beendet. Wird das Ganze dann mal auf Eis gelegt? Ja, also ich habe noch ca. 2 Jahre, falls alles nach Plan läuft. Das ist ja auch so eine Sache immer. Bin ich mit dem Schwersten im Juni rum, dann werde ich wahrscheinlich ein halbes Jahr frei machen oder versuche es ja, parallel zu stemmen. Plane ich momentan gerade etwas. Ja, Michael, wie würdest du Tim beschreiben und was kannst du ihm mit auf den sportlichen Weg geben? Als der Tim zu uns gekommen ist, 2017 war es, hat er uns alle überrascht von vornherein, mit was für einem Fleiß er trainiert hat. Ich hoffe, diesen Fleiß legt er jetzt in der Bundesliga in der Vorbereitung auch wieder an den Tag. Guckt, dass er zu dem, was er zustande ist, wenn er das schafft, tagtäglich abzurufen, das wird er verlangt, das ist ein anderes Business, die Schwankungen rauszukriegen. Und dann bin ich überzeugt davon, dass wir auch mit einem neuen Trainer Tim Ganz ab und zu Tore werfen sehen in der SAP Arena. Ja, letzte Frage, Tim. Was für Ziele hast du mit den Rhein-Neckar-Löwen? Kann man danach schon fragen? Ja, ist natürlich schwierig. Profis haben seit Jahren ein Ziel, dauerhaft zu Titel holen, überall spielen, überall oben mitspielen. Und bei mir ist es klar, ein Riesensprung erstmal. Ich will viel trainieren und reinkommen, sagen wir mal, in die höhere Liga. Genau, das wünschen wir dir natürlich. Ja, natürlich alles Gute und natürlich viel Erfolg. Ja, alles Gute.